Hallöchen, ihr habt schon lange nichts mehr von uns gehört und in diesem Sinne erstmal frohes Neues. Wir grüßen euch heute aus dem Kuhstall, denn wir haben heute für euch die Stallwurmtour. So, wir sind jetzt hier im großen Stall. Wie ihr sehen könnt, steht hier auch schon der Russe. Über den haben wir auch schon mal eine Maschinenvorstellung gemacht. Das verlinken wir euch hier auch irgendwo. Und der pustet zurzeit das Stroh in die Ställe rein. Wie ihr sehen könnt, sind hier auch schon einige Kühe am Futtern. Und die schieben mit ihren kleinen Schnauzen auch immer das Futter hier nach vorne. Deswegen muss man auch abends nochmal herfahren, um das Futter wieder ranzuschieben. Hier sind jetzt zwei Tore und das einfach aus dem Grund, weil hier ja verschiedene Gruppen sind. Und die kleinen Kälber, wenn die groß genug sind, dann springen die nämlich immer durch die Gitter hier durch und sind dann hier auf den Gängen und würden dann in die anderen Gruppen reinspringen. Und das sollen die natürlich nicht. So, ergänzend jetzt noch zu dem Stall. Also wir stehen ja jetzt hier auf dem Futtertisch. Wie man schon sehen konnte, sind hier nochmal zwei Abteilungsgitter. Und wir haben jetzt hier drei Gruppen. Ja, wir haben einmal Fleischfleckvieh und einmal Limousin. Die Limousin-Rinder sind da weiter hinten. Die sind von der Rasse her mit mehr Fleischbesatz, aber sind auch, sage ich mal, bei der Kalbung sehr temperamentvoll, wenn nicht so schon sehr aggressiv. Also das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil wenn da die Kalbung losgeht, sage ich mal, und da das ein oder andere Kalb schon in der Herde mit rumschwirrt, dann werden die sehr aggressiv. Da kann man dann meist auch ja nicht mehr allein reingehen. Wir gucken dann, dass man dann mit einer Maschine oder sowas, dass man da ein bisschen Deckung hat, oder wir separieren die mit einem Gitter. Die sind eigentlich hier unsere ruhigen Kollegen. Das sind hier unsere Simmentaler Fleischfleckviecher. Ja. Und die sind eigentlich ein bisschen besonderer. Und macht sich eigentlich bei der Galbung auch ganz gut, weil man da nicht Angst um sein Leben haben muss. Ja. Ganz krass gesagt. Emmy hat ja schon gesagt mit dem Futter, dass sie das vorschieben. Der Vorteil ist hier auch, wenn wir hier früh schön dick füttern, sage ich mal, auf dem Futtertisch, dann fressen die eine Hälfte weg und man hat am Abend nochmal den Puffer, dass man das Futter schön ranschieben kann, und dann haben die am Abend halt auch nochmal ihre Mahlzeit. Nichtsdestotrotz haben wir da drinnen dann auch nochmal so eine Futterraufen, da kommt dann entweder ein Heuballen, Strohballen oder ein Siloballen rein. Das ist einfach auch nochmal eine Fütterung, und zwar ad libitum, ja, der Fachausdruck. Also ad libitum heißt ja jetzt richtig auf Klugscheißer-Basis, dass sie jederzeit fressen können. Also die fressen, bis sie satt sind. Ja, und so ist das auch der Fall. Wir gucken, wenn die Raufen leer sind, dann kommt wieder Neues rein. Muss man ein bisschen gucken. Ja, wenn die jetzt galben, brauchen die mehr Energie. Ansonsten, ja, muss man das abschätzen, wie viel die kriegen sollen. Die sollen ja nicht wirklich aussehen wie so ein Hefekloß. Nicht so wie ich. Ansonsten wäre es jetzt erstmal dazu. So, wir sind jetzt in dem hinteren Abteil. Hier stehen jetzt die Limousin-Kühe. Wir gehen auch gar nicht so nah ran, weil Tim hat ja schon erklärt, die sind etwas aggressiver. Und vor allem, wenn sie ihre Kälber haben, dann sollte man eh vorsichtig sein. Ja, die Kühe stehen eigentlich das ganze Jahr über draußen. Und je nach Witterung, das ist so meist im November, Dezember, kommen sie dann in den Stall rein, weil es da für die Kühe einfach zu kalt wird. Und sie bleiben so ungefähr bis März, April dann hier drinnen stehen. Außerdem kann man im Stall die tierärztlichen Behandlungen besser handhaben und die Kalbung auch besser kontrollieren. So, die schwarze Kuh, die jetzt hier fleißig frisst, das sieht man natürlich schon an der Farbe, ist eine andere Rasse, das ist jetzt keine Limousin-Kuh. Das ist hier ein Angus-Mix, und da kommen dann halt, naja, ich sag mal,
Kälber raus, die halt von zwei verschiedenen Rassen sind oder dann so eine kleine Mischlinge. Ja. Wie zum Beispiel das schicke Kalb da hinten, das so ein bisschen zweifarbig gescheckt ist. Aber das ist ja nicht schlimm. So, das Stroh wird bei uns auch ganz klassisch, also das, was alles drunter passt, natürlich unter dem Dach gelagert. Macht sich nachher auch besser beim Einstreuen. Alles, was nachher draußen liegt, hat, sage ich mal, gute 10 bis 20 cm so, wenn es richtig blöde ist. So eine richtige faulige Schicht, also da, wo das Stroh natürlich nass geworden ist. Und darum macht sich das besser, wenn man das Stroh dann halt schön unter dem Dach liegen lassen kann und hat dann keine Probleme beim Einstreuen. Mira, nein! Oh Mann. So, und ich? So, hier ist jetzt unser Fangstand. Das ist eigentlich somit das wichtigste Werkzeug in der kälteren Jahreszeit, weil hier können wir unsere Kühe einfangen und können da zum Beispiel tierärztliche Behandlungen vornehmen. Oder wenn jetzt eine Kuh kalbt, kann man die hier fixieren. Und wenn die das Kalb nicht alleine rauskriegt, kann man da ein bisschen nachhelfen bei der Geburt. So, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das hier so aufgebaut ist. Ja, also hier vorne haben wir nochmal so einen extra separierten Fang, damit die Kuh letztendlich nicht rausrennen kann. Aber wir fangen erstmal von hinten an. Einfach mal mitkommen. Ja. So. Hier hinten kommt die Kuh rein. Das ist jetzt noch zu. Dann haben wir hier oben einen schönen Hebel. Den kann man hier schön rummachen. Die Kuh kann hier reinlaufen. Im besten Falle ist das schon offen. Und wenn die Kuh hier rein ist, nimmt man hier oben den Hebel. Macht den nur ein bisschen hoch und dann ist er in so einer Führungsschiene, sage ich mal. Die, das ist nochmal abgegrenzt, so sage ich mal, hier das sind gute 20 cm. Also wenn man 20 cm geschafft hat, geht das nicht weiter mehr auf. Und wenn die Kuh wieder den Rückwärtsgang einlehnen möchte, geht das nicht. Also, Kuh ist drin, wir schieben hier zu. So. Die Kuh ist ja jetzt hier drin. Und dann muss man gucken, dass sie hier vorne mit dem Hals ist. Und dass man die dann gut am Hals erwischt, das ist dann hier so, die Rohre, die schmiegen sich schön am Hals an. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier zumacht und die Kuh kriegt keine Luft mehr. Das ist einfach nur so, dass sie fixiert ist, ja. Man muss ja auch sicher arbeiten. Dann macht man hier zu. So. Dann ist die Kuh hier drin und kann hier hinten wieder öffnen. Kann die Arbeit vornehmen oder wenn man zum Beispiel auch mal eine Kuh abmelken muss. Wenn das Kalb nicht gleich säuft und auch ein bisschen zu blöd ist, an der Mutter zu saufen, dann muss man die Kuh ein bisschen abmelken, in der Flasche machen und dann das so per Hand ein bisschen geben und das Kalb an die Kuh ranführen. Das kann man dann so mitmachen. Hier öffnet man das. Hier wäre jetzt die Kuh mit dem schönen Euter. Ja, muss man trotzdem ein bisschen aufpassen, weil Kühe schmeißen ganz gerne aus und das tut noch ein bisschen mehr weh wie vom Pferd. Ja, man glaubt es kaum, aber da haben natürlich die Pferdemädchen da besseres losgezogen. Ich meine, ein Pferdetritt tut genauso weh. Also, wie alle sagen, no front. Jawohl, so, wir machen jetzt hier weiter. Wenn wir jetzt fertig sind, machen wir hinten wieder zu, damit unsere Kuh hier hinten nicht rückwärts rausgeht. Das machen wir wieder auf. Ist nicht mehr fixiert. Jetzt ist hier allerdings noch zu, dass sie nicht gleich wegrennen kann. Und dasselbe Prinzip. Einmal hier hoch, vor, und die Kuh kann nach vorne weg, raus und fertig sind wir. Das machen wir natürlich jetzt gleich wieder zu, im Falle eine Kuh galbt, dass wir die nicht reinsperren und die gleich wieder rausrennt, wäre ein bisschen ärgerlich. So, das machen wir jetzt auch runter, sonst rammelt sich hier noch einmal das Köpfchen. Das haben wir und so viel zum Fangstand. So, jetzt sind wir hier in unserem Außenbereich, ja, das ist so unser Außenoffenstall. Der ist noch nicht ganz fertig. Hier ist unsere Notlösung oder vielmehr gute Übergangslösung mit Texas-Gittern, dass man hier so schön sehen kann. Und auf jeden Fall ist das für diesen Winter jetzt erstmal so angedacht. Im nächsten Winter kommen jetzt wieder hier schöne Gitter noch rein und so. Und wir wollen den Futtertisch hier halt noch ein bisschen anpassen. Wir haben jetzt das Futter in solche Tröge reingemacht. Das macht sich halt auch viel besser, damit das Futter jetzt hier nicht, weil hier ist auch kein Dach,
einfach so mitten im Dreck liegt und hier ist es schon eine gute Lösung. Da können die Kühe das schön rausnehmen. Ja, hier sind jetzt unsere, naja, hier sind noch zwei Fersen drin. Das andere sind jetzt alles junge Kühe. Kühe sind sie ja erst, wenn sie einmal gekalbt haben. Alles andere sind dann Fersen. Und also das ist jetzt hier unsere junge Priade, die das erste Mal ein Kalb zur Welt gebracht hat. Ja? Hier stehen sie. Das sind eigentlich auch gut händelbare Kühe. Die sind auch ein bisschen besonnen. Alles Fleischfleckvieh. Und man kann sogar erkennen, welcher Bulle hier dahinter steckt. Da kommen wir nämlich gleich noch dazu. Das ist nämlich der gute Diablo. Ja, schöner spanischer, mexikanischer Name, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn man die Kälber genau anguckt, das machen wir jetzt mal. Zum Beispiel das kleine da hinten. Das gute. Ich weiß nicht, ob man es so gut erkennt. Also auf jeden Fall sind die alle ein bisschen gelockt oder lockig. Und Diablo ist halt auch ganz gut gelockt und der war hier halt nur in der Herde drin und es kann halt nur von diesem Bullen sein. Da ist zum Beispiel auch eins. Ja, was wir damit sagen wollen, er hat halt hier seine Spuren hinterlassen. Hier kommen wir jetzt nochmal zu unserer extra separierten Herde. Das war jetzt einfach eine kleine Herde, die so übers Jahr gekalbt hat. Wir lassen die in Ortsnähe sogar manchmal noch drin, weil wir jetzt auch neue Bekanntschaft hier im Revier haben und das ist der Wolf. Und wenn die da übers Jahr draußen kalben, ist es schon ein bisschen, naja, bisschen schwieriger, weil der Wolf da natürlich mehr Angriffsfläche hat und so ein kleines junges Kalb schmeckt dann schon mal lecker. Auf jeden Fall ist die Herde jetzt hier nochmal extra gemacht, weil die Kälber schon etwas größer sind. Die kalben jetzt nicht mehr, die sind schon durch, die werden auch wohl auch übers Jahr kalben. Die stehen jetzt halt ein bisschen extra nochmal, weil das jetzt alles ein bisschen blöde wäre, wenn wir die in der großen Herde mit runtermischen, weil die natürlich jetzt hier auch noch die Kälber haben. Die Kälber sind natürlich jetzt schon älter und das macht das Wuhling ein bisschen verrückt oder das Treiben ein bisschen verrückt. Darum haben wir die nochmal extra gesperrt. Ja, selbe Prinzip. Hier haben wir ein bisschen weniger Platz, hier sind noch weniger Kühe drin. Alles auch wieder schön auf Stroh. Da auch wieder das schöne Fass. Hier haben sie noch was zu saufen. Und wir können jetzt einfach mal noch zu den nächsten Stall gehen. So, hier sind wir jetzt bei unseren neugierigen Elstern. So sage ich es mal, das sind jetzt unsere Absetzer oder Fresser. Für manche ist das vielleicht mehr ein Begriff als Absetzer. Absetzer daher, weil die halt nach 6 bis 8 Monaten abgesetzt werden von der Kuh. Also die werden da getrennt von der Mutter und müssen dann selbstständig jetzt mal klarkommen und können nicht mehr am Piet snuckeln, sozusagen. Ja. Da kann sich die Kuh auch wieder schön erholen, weil die muss jetzt nicht mehr so viel Milch für das Kalb produzieren, eigentlich denn gar nichts mehr, erst wenn die Kalbung dann wieder losgeht. Und so kann man die jetzt auch in der Entwicklung ein bisschen fördern mit Futter. Die kriegen dann jetzt auch noch Schrot drüber, damit die halt auch schön aus sich rauswachsen. Das sind sie jetzt. Hier haben sie natürlich schon schön Stroh reingeschoben. Das ist natürlich hier nicht der Fall. Das kommt jetzt daher, die müsste jetzt wohl ausgemistet werden. Wenn das zu hoch wird, also der Mist, die werden ja jeden Tag eingestreut, das wandert ja dann irgendwann, ist es denn so weit, dass das Stroh, wie jetzt hier, wenn man was reinschmeißt, dass sie das Stroh hier reinwühlen. Ja? Solange es kein Mist ist, ist das alles in Ordnung. Das kann eine Kuh auch ohne Probleme hier verzehren. Machen sie manchmal auch ganz gerne, wenn man neues Stroh einstreut. Dann geht das los wie die Rasenmäher im Stall. Und hier dasselbe Prinzip. Hier ist wieder das Futter drin. Wir hatten Anfangszeit aber das Futter auch hier liegen, weil, wie man hier oben schön sehen kann, ragt das Dach auch ein bisschen weiter raus und das Futter bleibt hier oben trocknen. Hier sieht man das schön, wie der Unterschied ist. Hier sieht es wohl aus wie bei Hempels. Grüße ihn raus. Familie Empel, dass man hier schön den Bereich sieht, wo es nass ist und wo es trocken ist. Das macht hier das schöne Vordach. Ja. Hier kann man den auch schon mal ein bisschen besser rangehen, natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, aber die sind eigentlich noch ganz okay. Wenn das draußen ist und wenn man die treibt, dann sind sie natürlich noch sehr vorsichtig und sobald da irgendein Geräusch ist oder irgendwas fällt um, dann sind sie natürlich wie so eine Duracell-Batterie und pfeifen weg und dann hat man ein Problem. Also im Stall alles schön putzig, draußen muss man schon ein bisschen aufpassen.
Und wir gehen hier auch weiter. Hier säuft jetzt ein schöner Kumpel. Warum liegt jetzt hier so viel Stroh und vor allem so viel Mist? Das ist einfach aus dem Grund, wir sind ja im Winter und im Winter friert es auch schnell. Damit die Leitung nicht zufriert, kommt hier einfach als Isolationsschicht nochmal schön ein schön dicker Batzen Mist. Der wärmt nämlich doch einiges von unten und die Leitung bleibt frei. Und so können die halt auch bei Frost saufen. Kommt natürlich auch mal vor, dass hier was einfriert. Dann muss man ein bisschen mit warmem Wasser nachhelfen und das auftauen. Geht aber noch. Bei minus 20 Grad wird es ein bisschen kritisch, da muss man dann schon aufpassen, aber ansonsten hat man jetzt keine Probleme. Jetzt kommen wir hier zu unserem schönen Bullen, das ist nämlich unser Diablo. Hier steht er, der gute Kamerad. Bei Bullen dasselbe Prinzip, hier muss man auch ein bisschen aufpassen, dass der eigentlich ein bisschen verletzt. Wenn man den nicht zu nahe kommt und wenn man den nicht provoziert oder so ein bisschen in die Enge treibt, dann bleiben die auch eigentlich beharrlich. Aber ansonsten ist das eigentlich ein ganz guter Bulle, ja, wie man da gesehen hat. So, da gehen wir jetzt noch zum Schluss und zum Rest. Hier sind jetzt unsere Mastrinder oder Mastbullen. Die kriegen jetzt auch vorrangig wieder Maissilage und Rübenschnitzel. Aber als Raubfutter kriegen die natürlich hier, wie man sehen kann, noch ein bisschen Heu. Und dann kommt die nächste Generation Fersen. Die haben jetzt noch nicht gekalbt, die sind nächstes Jahr erst soweit. Jawohl. Und so lange bleiben die noch separat, bis sie dann soweit sind, kommt da der Bulle rein. Das wird dann, denke ich mal, auch wieder Diabolo sein. Und dann kommen hier schöne, schicke Kälber raus. Und so viel dazu. Das war jetzt erstmal alles zum Stall. So, wir sind jetzt fertig, wir haben das alles schön rangekehrt und rangeschippt und die Kühe lassen sich natürlich auch schön schmecken. Wenn man eine Schippe in der Hand nimmt, dann kommen sie auch sofort an, auch wenn sie eigentlich schon satt sind. So, warum fährt man abends überhaupt nochmal her? Natürlich muss man sehen, ob alles gut ist, ob nochmal eine Kuh gekalbt hat und wie ihr seht, ist hier das Futter ganz weit weggeschoben und das schiebt man dann auch nochmal ran. So, wir sind jetzt am Ende des Videos angekommen und wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Jawohl. Und wenn ihr jetzt noch mehr zu unseren Kühen sehen wollt, dann müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Wir warten noch auf die wärmere Jahreszeit, weil das macht sich dann auch filmtechnisch und weidetechnisch viel besser. Wenn ihr jetzt natürlich andere Videovorschläge habt, dann haut die ruhig mal raus. Schreibt die in die Kommentare. Wir versuchen, die zu verwirklichen. Und in diesem Sinne, bleibt gesund und macht's gut.